Twitch.tv, ein Papo. Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren DVD-Video. Meine Stimme ist gerade irgendwie komplett wack und meine Nase ist zu und ich höre mich an wie so ein quäkiger Frosch, aber damit müsst ihr jetzt vorlieb nehmen in diesem Intro. Heute habe ich mal wieder den Dual-Wielding Katana und Keulen schwingenden Oni ausgepackt und die Survivor quer über die Map gejagt mit Tüftler oder Tinkerer auf Englisch. Kriegt man da einen sehr guten Überraschungseffekt hin, wenn die am Gen sitzen und du mit der Keule schwingend um die Ecke kommst und ihn voll auf den Kopf schlägst. Außerdem wollte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass heute ab 14 Uhr natürlich das Dead by Daylight Community Turnier auf meinem Twitch-Kanal stattfindet. Schaut also gerne in der Beschreibung vorbei. Immer letzten Samstag im Monat, seit Januar. Und ihr könnt euch anmelden, wenn es auf dem Discord den Kanal dafür gibt. Also folgt mir auf Social Media. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, lasst gerne ein Like, dann Kommentar, ein Abonnement und natürlich die Glockenaktivierung, damit ihr nichts mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser universalen Zerstörung. So, der Oni, Bloodfaver, Undying, Tinkerer und Pentimento am Start. Ne, die wollen unsere Toten wegmachen und wir wollen die Leute wegmachen. Surprise! Ich wollte gerade sagen, also so dumm ist ja keiner, ne? Und dann, ich habe es ja auch dann noch gehört, als sie weggelaufen ist. Und waren so, okay, ich muss gar nicht nachgucken, weil sie ist nicht mehr drin, ne? Aber gut, Tinker ist schon wieder angegangen, ne? Oh, guck mal, du konntest die Palette nicht droppen. Das ist ja scheiße, ne? Wait! Bloodfaver! Venue! Sorry. Ah! Dich werde ich jetzt verprügeln. Eine eiskalte Verprügelung. Oh, ich hab kurz Schlagen gedrückt, bevor ich überlegt habe, was ist überhaupt der sinnvollste Move wäre. Aber das war der sinnvollste Move. Der Alten schön übers Fenster mit der Keule in den Rücken zu hielten. Ist der Keller eigentlich hier? Ja, guck mal, kommst du jetzt in den Keller. Entschuldigung, war vielleicht ein bisschen laut gerade. Komm mal, du kriegst ja den Hintersnacken. Wunderschönen guten Abend. Hallo, Inka Brause. Inka Brause, wunderbar. Schön, dass Sie einschalten. Warte mal, ist das der da oben? Nee, okay. Drüben können wir alles abgeben, aber hier die drei wollen wir behalten. Yay. Brauchen noch ein bisschen Blut. Hier hinten gibt es noch ein bisschen was. Ist hier noch ein bisschen Blut? Ja. Gibt es da hinten noch ein bisschen Blut? Ja. Ja. Okay. Brauchen leider mehr Blut von euch. Da habe ich Kratzspuren gesehen. Du hattest also... Jetzt kriege ich dich mit meinem Samurai-Schwert. So. Natürlich blöd, dass ich ihre Kratzspuren gesehen hatte, ne? Aber so ist es. So, oh, da ist ja... Hallo. Frau Elodie, ich bringe jetzt noch in den Keller, ja?
Somebody else. You're intertwining your soul with somebody else. Ab durch den Busch, ab durch die Hecke. Das ist doch dieser Disney-Film, ne? Ich bring wieder wen in den Keller, keine Sorge. Ich habe jetzt unendlich viel Vorrat an Kellerkindern. Das sind meine Mods. Ich brauche neue Mods, also bring ich sie in den Keller. Hä, du hast kein Decisive Strike mehr. Warte mal. Yeet! Okay, let's go! Jetzt sind alle beisammen. Sausage Party! Ich hab daneben geschlagen. Upsi. Ich hätte es gern Infectious Fright. Aber habe ich nicht. Mal so viel Blut für mich. Und jetzt geht's wieder los. Die sind hier irgendwo lang gelaufen, ne? Der curvende Boss. Guten Abend. Ist das die große Krabbe? Das ist die große Krabbe. Die große Krabbe Pizza ist die Pizza. Bitte sound mal. Oh, hier ist ja auch schon wieder wer gewesen. Ist hier noch wer im Busch? Warte mal. Warum sind hier die ganze Zeit Kratzspuren? Na gut. Hier ist Spider-Man. Ja, Sie haben Pizza bestellt. Sie kommen in den Keller. Oh mein Gott, jetzt haben sie endlich das Totem weggemacht. Ich glaub es nicht. Gib mir die... Oh, ich hab schon volle Blutpunkte. Okay. Never mind. Ist hier noch jemand zum Pizza bestellen? Okay. Heute nicht. Leider nein, leider gar nicht. Pass mal auf, jetzt machen wir Folgendes. Der Totem-Anzündbringdienst. Also, ich weiß nicht, ob ich extrem talentiert bin, einfach mit diesem Killer, oder ob die Leute einfach extrem schlecht sind. Aber ich bin auf jeden Fall der bessere Spieler. Von den vier. Von den fünf. Von uns fünf. Ich gehöre dazu. Ja. Also du bist auch tot. Okay, da oben. Gut, dass du das Totem weggemacht hast. Da habe ich jedenfalls ungefähr eine Ahnung, wo du bist. Wo ist die Luke?
Nicht die Luke Hype, sondern die Luke. Sie war wohl oben in der Mitte oder so, ne? Also nach Klörs Logik wäre das jetzt ein 4K gewesen.